Mein Name ist Bond. James Bond. 180 Sekunden Jürs. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Deutschlands schnellste Filmkritik startet. Ihr Biajedo, Schweinebacke. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode 180 Sekunden Jürs, Deutschlands schnellste Filmkritik, jetzt im neuen Gewand. Wir besprechen heute einen Netflix-Film, nämlich den unglaublich erfolgreichen Glass Onion, der von Netflix auch beworben wird als Glass Onion A Knives Out Tale, was übrigens nicht im Sinne des Regisseurs Rian Johnson ist. Der hatte 2019 mit Knives Out, Mord ist Familiensache, einen riesigen Kinohit, 250 Millionen Dollar in den ersten 4 Wochen eingespielt weltweit. Daniel Craig als Benoit Blanc, der Ermittler, der ja jeden Mordfall klären kann. Und ja, das hat er dann auch getan, damals mit Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer, Chris Evans in den Hauptrollen. Ein großartiger Murder-Mystery-Film, sehr zu empfehlen. Aber heute geht es halt um Teil 2 und ja, gucken wir erstmal, um was es genau geht. Meisterdetektiv Benoit Blanc fällt die Decke auf den Kopf. Kein Wunder, wir schreiben das Jahr 2020 und die Welt befindet sich im Lockdown. Hierdurch bleiben natürlich auch die Kriminalfälle aus. Dies ändert sich, als der exzentrische Technikmilliardär Miles Braun rätselhafte Einladungen an ausgewählte Freunde verschickt, in denen er zu einem Murder-Mystery-Wochenende auf seine Privatinsel in Griechenland einlädt. Auch Blanc bekommt eine solche Einladung, obwohl er als einziger der Gäste nicht zum Freundeskreis von Braun gehört. Neugierig begibt er sich auf die Reise, auf der er einige schillernde Persönlichkeiten kennenlernt. Genauer gesagt die Politikerin Claire de Bella, die Mode-Ikone Birdie Jay, den Influencer Duke Cody und seine Freundin Whiskey, sowie den Energiewissenschaftler Lionel Toussaint, aber auch Brauns ehemalige Geschäftspartnerin Cassandra Brand, die er Monate zuvor um ihre Anteile am gemeinsam gegründeten Unternehmen Alpha brachte. Eine toxische Kombination, durch die es nicht beim spielerischen Mordfall bleiben soll. Ein neuer Fall für Benoit Blanc. Glass Onion ist ab 12 Jahren freigegeben, geht 139 Minuten, ja, und könnt ihr halt auf Netflix streamen. Er lief 2 Wochen lang im Kino, damit man ihn später auch für Preisverleihung einsetzen kann. Aber im Grunde ist es ein dauerhafter Netflix-Film und ich muss sagen, ich habe mich hervorragend unterhalten. Ja, er ist nicht so subtil wie der erste Teil, er ist eher, ja, ein bisschen hau-drauf-mäßig mit dem Humor. Er ist sehr viel witziger als der erste noch, er hat unglaublich viele Gastauftritte. Das ganze Verwirrspiel um den Mord ist ein bisschen einfacher gestrickt dieses Mal, ist aber trotzdem spannend mitzuraten. Es gibt eine ganz tolle Besetzung. Wir haben Kate Hudson dabei, wir haben Dave Bautista als muskelbepackten Influencer. Und wir haben vor allen Dingen Edward Norton als Miles Braun, der wirklich endlich mal wieder in einer guten Rolle zu sehen ist und der richtig Spielfreude hat. Aber am meisten Spielfreude hat definitiv Daniel Craig, denn der geht auf in dieser Rolle. Und der hat richtig, richtig Spaß dran, das merkt man. Klar, er hat für 2 Filme auch 100 Millionen schätzungsweise kassiert. Also den dritten Teil, der wird noch kommen. Netflix hat gleich 2 Fortsetzungen bestellt. Von mir gibt es 2 Daumen hoch. Ich fand den ersten zwar minimal besser, aber auch der zweite ist wirklich gelungen. Viel Spaß dabei. So, Schluss für heute. Ich glaube, ich habe ein Recht darauf. Sie wollen antworten? Ich will die Wahrheit. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Das war Deutschlands schnellste Filmkritik mit Christian Jürs. Na los doch. Make my day. Bis bald.